Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM 21. Wir kriegen heute hoffentlich die komplette Vorbereitung hinter uns und können dann in der nächsten Folge mit den ersten Pflichtspielen starten. Vielleicht sogar diese Folge haben, müssen wir gucken. Ja, wir haben ein bisschen was gemacht. Nicht viel, aber ein bisschen, ne? Ich habe mir nämlich neue Mitarbeiter geholt und das waren zum einen Eugenio Pilotto, das ist ein Chef-Sportwissenschaftler, 400 die Woche verdient er. Dann haben wir Telesio bekommen, das ist ein Gegneranalyst, 450 die Woche. Dann haben wir De Francesco, auch ein Sportwissenschaftler, arbeitet dann halt unter Pilotto, dankeschön. Für 400, die haben nicht die besten Werte, da bin ich ehrlich zu euch, ich habe einfach das Erstbeste genommen, 12 hier. Und Pilotto hat auch 13, immerhin. Telesio hatte 9 und 9, also auch nicht so toll. Und dann war es, glaube ich, noch irgendwo einer. Ich meine, dass ich noch einen anderen Gegneranalysten habe. Oder kommt der erst noch? Ich glaube, der kommt erst noch. Ich glaube, der kommt dann noch. Ja, auf jeden Fall spielen wir gegen Rom. Unsere Generalprobe. Definitiv der stärkste Gegner, den wir haben. In unserer Vorbereitung mit dieser 11, 4, 2, 3, 1, ich habe es ein bisschen umgestellt. Ich habe die Flügel jetzt mal auf offensiv gepackt, die Spieleranweisungen sind gleich geblieben. Hinten mit zwei ballspielenden Verteidigern, sonst hat sich, glaube ich, nicht so extrem viel geändert. Ihr seht ja auch hier rechts, habe ich das und das reingeklatscht und ja. Vielleicht klappt es besser, ich werde auch hier erstmal in diesem System komplett starten, so wie ich das sehen möchte, auch mit kontrolliert und so weiter. Ich möchte einfach gucken, ob das so klappt. Hinten Marconi und Maron. Sommer ist leicht wieder fit, aber ich möchte es nicht übertreiben. Also maximal 15 Minuten in diesem Spiel. Und dann gucken wir mal. Massimiliano Doda fällt heute aus, weil er für die Albanien U21 unterwegs ist. Santana hatte sich ja in der vergangenen Folge leider verletzt. Und Acardi kommt auch so langsam, aber sicher wieder zurück nach seiner Fußverletzung. Aber da müssen wir halt auch noch warten. Ja, auf geht's, ne? Ich würde sagen, wir gucken mal, wie das gegen Rom so läuft. Wir werden dieses Spiel natürlich verlieren. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Wir haben bei Rom einige Ausfälle, weil halt auch noch einige unterwegs sind. Eine U21 läuft gerade. Deswegen ist es auch nicht die beste Elf, aber ich glaube immer noch eine richtig starke Majoral vorne. Pedro, Carles Perez, Via Virtu Santon. Den haben wir lange nicht mehr gesehen. Ne? David Santon habe ich für Ewigkeiten nicht mehr gesehen, den Namen. Ibanez, den kennen wir noch vom letzten Jahr. Cristante, Jesus und Mirante. Ja, wenn man gut spielt, könnte schon was werden, aber man muss dazu sagen, unser Teamzusammenhalt ist momentan noch miserabel. Also das muss sich alles erst entwickeln. Standards habe ich noch nicht gemacht, das werde ich mir mal aufschreiben. Wir führen. Es ist ein Eigentor von Antonio Mirante, aber wir haben halt auch ein bisschen mitgeholfen. Marconi kommt nicht ran und dann schießt Kanute und der Ball flutscht Mirante so ein bisschen durch. Ich schreibe mir mal kurz auf, dass ich die Standards noch machen wollte, sonst vergesse ich das wieder. Ich habe momentan noch ein großes Problem hier im FM 21 mit den Standards selber einstellen, weil ich gefühlt noch nicht so das Formular gefunden habe für den Erfolg bei Standards. Glücklich, dass der Kopfball von Juan Jesus dann nicht ins Tor geht. Rom spielt übrigens ein 5-2-2-1. Sehr interessantes System. Ich probiere momentan in meinem anderen Safe, da bin ich zum FC Metz gegangen, so eine Art 3-4-3 umgekehrter Tannenbaum-mäßig. Also ich spiele mit zwei richtigen Innenverteidigern und dann einem Sechser, der so halber Innenverteidiger, halber Sechser ist, halt mehr das Spiel machen soll. Läuft bisher überhaupt nicht. Aber man kann es ja mal kurz erwähnen. So, nächster Eckball. Valente, oh, der war zu kurz. Der sieht gut aus, aber kommt leider nicht an oder man steigt nicht hoch genug. Corrado hat schon gelb, der muss ein bisschen aufpassen. Ich habe generell bisher wenig rote Karten bekommen im FM 21. Mit wenig, oh schade, meine ich exakt eine. Und das war gestern Abend bei Metz in dem Testspiel. Sonst habe ich noch nicht eine rote Karte bekommen. Langer Ball nach vorne, Carles Perez macht ihn leider eisekalt rein. Da war Maron, glaube ich, schon wieder zu weit weg vom Gegner. Das fällt schon ganz schön auf bei ihm.
dass er da zu oft zu weit weg steht. Hier ist Carles Perez, daneben müsste Marron sein. Laufen beide gleichzeitig los. Marron kann nicht mehr den Winkel kurz machen oder spitz machen und der Ball ist dann halt leider drinne. Das geht deutlich, deutlich besser. Kann sein, dass der In-Games noch ganz schön laut ist. Also ich stelle es ja danach sowieso runter. Ah, Bruno Perez. 2-1 für Rom und das kurz vor der Halbzeitpause. Ja, Marron springt hoch. Oh, also nichts gegen meine Spieler gleich am Anfang, ne? Aber man muss schon sagen, Marron fällt schon ganz schön negativ auf. Na, Rom spielt 3-4-3 quasi mit zwei Zehnern. Wir sind relativ strukturiert. Ich würde gerne haben, dass wir unsere Breite vorne mehr ausnutzen können. Na, das schaffen wir momentan noch nicht. Wir haben so einen leichten Rechtsdrall, ne, in der Mitte. Also die 5 und die 27. Mit Palazzi und Loberini dürfen das sein. Gehen ganz schön eher auf Kanute, anstatt links Valente zu helfen. Und vielleicht sollte man die Flügelverteidiger doch noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Ich glaube, normaler Außenverteidiger dürfte für die Liga gerade ein bisschen zu defensiv sein. Ja, schwierig einzuschätzen, ne? Weil du weißt nicht, wie stark die Liga offensiv ist, wie die Gegner sich verhalten werden, wie stark die eigene Mannschaft ist. Ich meine, wir sind immer noch ein Aufsteiger. Das darf man nicht vergessen. Und hier passiert ganz schön viel nach Standards, ne? Das heißt für mich auf jeden Fall, ich muss dringend was machen. Also nochmal eine Folgezeit lassen werde ich mir dann nicht. Schade, Kanute, probiert es mal. Was mich hier wenigstens ein bisschen vertröstet, ist, dass wir mitspielen. Also wir lassen uns nicht komplett, wunderschönes Tor, wunderschön. Mamadou Kanute, richtig nice gemacht. Wir lassen uns nicht halt komplett hinten reindrängen oder so. Wir machen nicht irgendwie super viel Schwachsinn im Spielaufbau. Es sind halt ein paar Fehler, klar, ne? Es sind halt auch so Unzulänglichkeiten von Marron, dass er halt dann einfach mal pennt, wenn ein langer Ball auf Carles Perez kommt. Aber das ist teilweise dann, ja, ich möchte nicht sagen, okay, weil es ist schade halt natürlich, dass es passiert. Aber man kann es verkraften, wenn man bemerkt, Rom hat halt, auch wenn sie gerade mit der B-Elf spielen, oh, das darf halt nicht passieren, immer noch einen richtig starken Kader, der halt wahrscheinlich in der Verfassung, wie er jetzt gerade spielt, auch noch Mittelfeld-Serie A wäre. Wenn dann halt die ganzen starken Spieler kommen, ne, wer auch immer, dann sieht das natürlich ganz anders aus, ne. Ich meine, die Elf, die jetzt Rom aufbietet, wird so niemals in einem Pflichtspiel, welches was bedeutet, spielen. Also niemals. Oh, das war gut. Luperini! Oh, Haruminium. Schade. Also deshalb, es ist ansatzweise schwer einzuschätzen, wie man unsere Leistung jetzt bewerten sollte. Aber super traurig bin ich bisher nicht, einfach nur, weil es ist halt immer noch Roma. Und ein paar Spieler, die gerade spielen, sind ja auch wirklich sehr, sehr gut. Klar, Mkhitaryan und so weiter hast du jetzt gerade nicht. Oh. Also sobald ich die Standards gemacht habe, werde ich auf jeden Fall 2-3 Tage wirklich nur Standards trainieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir sehen eigentlich nur Standards gerade in unserem Spiel. So, Corrado geht raus, dafür kommt Crivello. Dann haben wir noch ein paar Minütchen, dann kommt noch kurz Floriano rein für Valente und dann sollte das passen. Ah, schade, Luperinis Grätsche gewinnt zwar den Ball, aber verliert ihn auch sofort wieder. Schade, es war ein bisschen übermütig. Und Viare macht leider dann doch noch das Siegtor für Rom. Ja. Ja, will er Rauti schicken. Ball kommt aber viel zu kurz. Schnell gekontert und Viare macht das natürlich stark.
Platz 7 der 6,3, der schlechteste auf dem Platz mit Corrado, der dann runterging. Nochmal ein langer Ball nach vorne. Odia fängt ihn sehr gut ab, schickt Kanute auf der rechten Seite, Flanke in die Mitte! Und Roberto Floriano macht nochmal das 3 zu 3. Wir haben nochmal 3,5 Minuten auf der Uhr in der Nachspielzeit, aber schlecht ist das nicht. Aber noch ist ein Unentschieden nicht drin, weil Rom greift nochmal an. 2 Minuten noch auf der Uhr. Carles Perez, der das erste Tor für Rom gemacht hat. Hui. Knapp. Sehr knapp. Falls ihr euch fragt, warum ich die jetzt durchspielen lasse, weil Generalprobe setze ich mir auch das Limit von 3 Wechseln. Kanute war Man of the Match. Ich weiß nicht, ob nur bei uns oder generell. Ich denke mal, ja, nur bei uns, weil Carles Perez eine bessere Note hat. Ja, was machst du jetzt aus dem Spiel? Ich meine, du hast 3 Tore gegen Rom gemacht, gegen Roms B11. Aber war eigentlich okay. Also, wir steigern uns. Klar, es ist schon wieder nur ein Unentschieden in der Vorbereitung. Das ist jetzt das dritte Unentschieden im dritten Spiel. Aber wir steigern uns wirklich. Das ist nicht nur so dahingesagt, es ist wirklich so. Finde ich. So. Falls ihr euch fragt, wen ich gerade so scoute, das sind ehrlich gesagt einfach nur U17-Spieler oder U18-Spieler momentan, da ist so nichts Großartiges drin. Deshalb bin ich da noch nicht großartig drauf eingegangen. Die Scouting-Aufträge, die ich gerade drin habe, sind halt wirklich nur Spieler, die ich mit diesen Filtern gefunden habe. Ich habe noch keine Leute irgendwo hingeschickt. Das mache ich dann noch alles. So, was soll ich jetzt machen? Ich wollte kurz gucken, wie es hier aussieht. Also, wir müssen auf jeden Fall noch den Passstil hochschrauben bei der taktischen Vertrautheit. Das machen wir wahrscheinlich durch Ballbesitzspiel und die Technikdinger von wegen Spiel hinten raus und so ein Schmarrn. Position, Rolle, Aufgabe, das kommt durch die Trainings, denke ich, und durch die, ja, durch das Einspielen halt einfach. Und die Breite, das sollten wir noch machen. Also Breite und Passspiel werde ich in meinem Trainingsplan noch versuchen reinzubauen. Hier haben wir schon Ballbesitz drinne. Also, ja, Passstil beim Ballbesitzen sollten wir das vielleicht nochmal danach, nach dem Rijeka-Spiel reinklatschen. Wenn nicht sogar nochmal davor. Und dann breiter verteidigen sollte die Breite auch noch. Nee, macht's nicht. Dann ist es die defensive Formation. Nein, doch. Ja, taktische Vertrautheit. Dann machen wir Ballbesitz, defensive Formation und offensive Laufwege vor dem Rijeka-Spiel. Dann gibt's die Spielanalyse, dann gibt's einmal kurz ein Päuschen und dann gibt's nochmal ein bisschen Feldspielertraining. Dann noch einmal Taktiktraining, das letzte Mal für die Vorbereitung. Und nach dem 12. September schauen wir nochmal, was wir trainieren müssen, um die taktische Vertrautheit komplett hochzuhalten. Ja. So, dann kommen jetzt gleich noch die 2 Mitarbeiter am besten und dann haben wir generell alles voll. Dann werde ich warten, bis wir 3, 4 gute Ergebnisse am Stück geholt haben. Wir holen uns Pirani, das ist ein Spieleranalyst, 400 die Woche verdient er, 10-10 bei den Werten. Und wenn wir dann diese 4 guten Ergebnisse hintereinander haben, dann kriegen 90.000 Euro für die Fernsehgelder, sehr nice. Werde ich anfangen nach mehr Scouts und vielleicht mehr Coaches. Das ist aktuell der Fahrplan für die ersten Ingame-Wochen. Weil jetzt können wir nicht mehr großartig viel machen. Transfers geht nicht. Finde ich auch richtig gut so weiterhin. Bova kommt auch. 11 und 10 bei den Werten als Spieler-Analyst und ich glaube, dann haben wir wirklich alles. Spieler wollen mehr Krafttraining. Ja, die Trainings sollte ich dann auch noch machen, das schreibe ich mir auch nochmal auf. Weil jetzt, wo wir die Taktik noch relativ oft wechseln, muss ich auch die Trainings noch oft anpassen. Momentan habe ich da kaum was gemacht, nur bei den Positionen, wo es fix war, bei den Stürmern, dass die halt auf Stoßstürmer trainieren. So, dann Doda hat eine 6,6 geholt, hat aber auch nur 7 Minuten gespielt, 17 Minuten gespielt, sorry. Rijeka ist nochmal ein solider Gegner, der vom Standing her definitiv stärker ist als wir.
Kondinense möchte ich dann, Kondinese, sorry, möchte ich dann größtenteils aus dem Stadion hauen, damit die Moral nochmal vor dem ersten Ligaspiel, vor dem ersten Pokalspiel, sorry, ordentlich nach oben geht. Das wäre richtig schön. Sollte aber machbar sein. Das letzte Testspiel ist ja bei mir immer ein richtig schwacher Gegner, damit die Moral bloß hochgeht und alle sich freuen, dass man viele, viele Tore gemacht hat oder so. Ich werde jetzt hier nochmal im 4-2-3-1 spielen. Erfolgsprämien packe ich auf das unterste, damit wir noch ein bisschen Geld bekommen, sobald das Transferfenster freigeschaltet ist. Was so um Anfang, sagen wir mal Mitte Oktober sein sollte. Ich habe mal vorher hochsimuliert oder vorsimuliert, damit ich ungefähr weiß, ob das alles klappt, so wie ich mir das vorstelle, dass wir halt schon bevor der Winter beginnt, sprich die Transferperiode im Januar, dass wir da schon Transfers fix machen könnten, wenn wir wollen. Hat alles geklappt. Und da habe ich dann gesehen, dass man schon im November machen könnte. Hab geguckt, so um den 20. rum als erst. Nee, Quatsch, um den 10. rum habe ich es als erstes gemacht. Deswegen gehe ich davon aus, dass es Mitte Oktober ungefähr ist. So. Ich spiele mal mit Nicola Rauti vorne. Und Palazzi hat mir nicht gefallen. Der hatte auch eine richtig schlechte Note. Da werde ich wohl mal Jeremy Boreau reinbringen. Kanute war gut, Valente war, salala. Corrado war nicht gut, Crivello probiert dann mal. Und Falani geht mal ins Tor, damit der noch ein bisschen Spielpraxis bekommt. So, Testspiel Nummer 2 in dieser Folge. Insgesamt dürfte das jetzt das vierte sein. Ich glaube, kennt tue ich keinen bei Rijeka. Deswegen, Jungs, pusht euch. Spielen 4-3-3 mit zwei Sechsern, einem Achter. Jungs, komm, zeig mal. Immerhin schon mal zwei Schüsse aufs Tor. Aber waren ja scheinbar nicht so gut. Auch hier aus dem. Ja, aus 20 Meter oder so war das. Es geht alles schnell, schnell hier im Visualizer. Ja, Rijeka macht aber auf jeden Fall mit. Aber gut, ich meine, Rijeka ist besser eigentlich, ne? Ich meine, wir sind dritte Liga. Rijeka hat schon mal Europa League gespielt. Innerhalb der letzten 4 Jahre, würde ich sagen. Also, wir sind hier nicht so die ebenerdige Mannschaft. Co-Trainer sagt uns immer wieder, wir sollen De Perini auf einer besseren Position einsetzen, weil er ist ja eigentlich nur Achter und Sechser. Die 10 kann er ja eigentlich gar nicht spielen, aber er hat die Werte dafür. Deswegen hoffe ich, dass ich ihn da noch irgendwie reinbekomme. Jungs, wir sind hier bisher besser, also macht was draus. Demotiviert, selbstgefällig, ja, das müssen wir alles auch hinbekommen. Ich hoffe einfach sehr, dass das mit der Zeit kommt, dass die dann sagen, jo, hast recht. Oder Trainingswoche war auch übrigens super schlecht. Mit einer 6,51 oder so. Unfassbar schlecht. Aber es ist ja immer so am Anfang, deshalb ist das nicht großartig verwunderlich. So, endlich mal eine Szene. Falani auf Marong, der ja bisher nicht so gut war. Ich werde übrigens Sommer in 10 Minuten wahrscheinlich einwechseln. So, Kanute auf Jeremy Bro. Guter Ball auf Luperini. Der leider ein bisschen zu weit hinten steht dafür, dass er jetzt einen geilen Pass spielen könnte. Wäre er so 5 Meter weiter vorne, glaube ich, wäre ein guter Pass gekommen. Schön öffnend auf rechts, Flanke in die Mitte und dann der Kopfball aus 2 Metern, 4 Meter drüber. Das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht, Kollege. So, Rauti geht und Luca kommt. Und dann wird gleich Maron gehen und Sommer reinkommen. Und zwar genau nach diesem Eckball, den Odier erstmal auf Tocin zurückklärt, der viel Platz hat und auch viel daneben schießt. So, Sommer ist drinne. Bleib schön fit, Kollege. Valente geht nochmal raus für Floriano. 10 zu 5 Schüsse, 6 zu 2 aufs Tor, aber halt leider nichts wirklich, was gefährlich war von uns. Die einzige Szene, die wir gesehen haben, war die von Rijeka gerade.
Auch hier greifen sie wieder an. Ah, da hätte man jetzt vielleicht ein bisschen besser stehen können, gerade so in der Breite der beiden ZMs. Langer Ball wieder nach vorne und zum Glück daneben geschossen. Das scheint eine kleine Schwäche von uns zu sein, dass wir diese hohen Bälle auf den Stürmer nicht ganz abfangen können, weil das Stellungsspiel von Marconi oder von den beiden Innenverteidigern eher wohl noch so ein bisschen hakt. Das kann natürlich daran liegen, dass die beide ballspielende Verteidiger sind, deswegen ein bisschen weiter vorne sind. Auch Crivello hat eine schlechte Note. Ähnlich wie Corrado gerade. Also das ist eine Baustelle. Dann, dass der Linksverteidiger anscheinend nicht gut im Spiel ist, ist eine Baustelle. Und der Stürmer. Das sind die größten drei Baustellen, glaube ich, gerade, die wir haben. Wäre schön, wenn man da mal ein bisschen schneller rangehen würde. Oh, das war knapp. Ich glaube, es wird das vierte Unentschieden im vierten Testspiel geben. Das ist eine Leistung, die habe ich auch noch nicht hinbekommen. Das war ein guter Ball. Luperini, vielleicht nochmal eine Chance, aber dafür muss er schneller abspielen. Und jetzt gibt es noch eine allerletzte Szene für die letzten 20 Sekunden mit Tocin, der am aktivsten bei Rijeka ist, hier nochmal durchgeht und sogar das Tor macht. Also dich werde ich dann gleich erstmal scouten, Tomislav. Dann werden wir doch nicht das vierte Unentschieden im vierten Spiel haben. Ah, ärgerlich. War dumm von uns. Das war nicht gut, Jungs. Demotiviert bei Luperini und Valente. Motiviert sind Luca Floriano, Falani, Marong, Marconi, Crivello. Und Zaraneti ist ängstlich. Alles klar. Ah, ärgerlich. Ach, den habe ich sogar schon gescoutet durch das Spiel eben. Wäre anscheinend auch mit Abstand unser bester Linksaußen. Gut, kaufen können wir ihn nicht, ne? Das ist klar. Aber vielleicht für die Zukunft mal merken, dass der gar nicht so schlecht ist. Wir müssen 800 übrigens zahlen für die Reisekosten für den Scout, weil das schon außerhalb unseres Scouting-Gebiets ist, leider. Dabei ist Kroatien noch gar nicht so weit entfernt. Du kannst sogar per Fähre fahren, ne? Wie lange dauert das wohl? Also ich weiß, dass du von, ich meine, Pescara nach Dubrovnik mit der Fähre fahren kannst. Meine ich mal gelesen zu haben. Die Frage ist, wie lange dauert das? Ich meine, so ist es ja, es ist schon eine Strecke, ne? Das Schiff ist ja jetzt auch nicht super schnell. Also ist schon schnell, aber nicht super schnell, wenn man in Hafennähe ist. Gibt's das bei Maps? Ich meine, ich habe schon viel bei Google Maps gesehen, aber haben sie auch so einen Fährweg? Ist das überhaupt eine Fähre oder ist das schon ein Schiff? Also was ist der Unterschied? Die Definition würde mich mal interessieren. Ab wann ist ein Schiff und eine Fähre eine Fähre? Ich habe keine Ahnung, ne? So, das habe ich schon gemacht mit der Auswahl bestätigen. Wir haben ja auch keine Spieler geholt. Ich warte den Trainingstag auch noch kurz ab und dann gucken wir nochmal, wie die Vertrautheit aussieht. Es war übrigens Pescara nach Split. Und nicht nach Dubrovnik. Lancini, ja, Knöchelverstauchung. Nicht schön. Nicht schön. So, wenn wir jetzt so starten würden, dann würde der Passstil immer noch so lala sein. Position, Rolle, Aufgabe, also Breite und Passstil brauchen wir einen Tag auf jeden Fall noch. Breite vielleicht sogar noch einen halben. Und Position, Rolle, Aufgabe wird, denke ich, kommen, sobald wir eingespielt sind. Gerade bei Luperini, der das halt nicht wirklich gut kann. Okay, also Breite und Passspiel. Machen wir das mal. So, Position, Rolle, Aufgabe von mir aus. Jo, Breite und Passspiel. Dann nochmal das Ballbesitzspiel. Passspiel passt perfekt. Und dann die Breite. Sollte, glaube ich, passen. Dann machen wir hier nochmal Breite. Bei den offensiven Laufwegen. Dann nochmal ein bisschen Offensive trainieren. Vor allem mit dem direkten Angriffsspiel. Hier gibt es die offensiven Laufwege, Spielvorschau und den Teamgeist trainieren.
Und dann kannst du eigentlich schon normal losgehen, noch ein bisschen Offensive trainieren danach. Mit einem abwartenden Angriffsspiel hinterlaufen nicht, sondern Angriffsspiel über die Flügel. Und dann mal schön noch die Chancenverwertung, weil das wird, glaube ich, auch ein Thema werden am Anfang. Ich glaube nicht nur ein kleines. So, ich wollte schauen. Also nehmen wir mal an, wir fahren von Bari nach Dubrovnik. Darauf habe ich jetzt Bock. So, es ist das Auto angezeigt, aber es fährt einfach über das Wasser. Also nehme ich mal stark an, dass das Auto nicht über Wasser fährt, sondern dass es eine Fähre ist. Das dauert echt 8 Stunden. Also ich bezweifle stark, dass man das dann noch als Fähre betitelt. Aber ich glaube nicht, dass das Ticket dann 800 Euro kostet. Also ich glaube, das wird er auch für 80 bekommen. Soll er sich nicht so anstellen, ne? Rücknummern lassen wir so, wie sie sind. Müssen uns dran orientieren. Und unser Scout macht sich anscheinend einfach, ja, einen schönen Tag in Kroatien dann, in Rijeka. Gut, Hotelkosten vielleicht noch, ne? Gut, ich glaube, wir müssen jetzt nicht die Scouting-Kosten hier durchrechnen. Aber soll er halt machen, ne? Wenn er dann dafür einen schönen Scouting-Bericht verfasst, ist doch alles toll. So. Das ist nicht schön, denn Nicola Rauti hat einen Knorpelschaden im Knie und das sind 6 bis 7 Wochen. Uns treffen die Verletzungen gerade so ein bisschen. Muss nicht sein. Die Wettquoten auf den besten Spieler der Saison. Da haben wir Alberto Almici drinne, der ja eine 15er-Quote hat und damit er nicht so weit vorne ist, auch wenn er in den Top 6 sind, glaube ich, gerade gewesen, damit war. So, und jetzt wird unser letztes Testspiel stattfinden. Da werden wir nochmal auf das 4-3-3 gehen und dann werde ich die Spieler reinpacken, die keine gute Matchpraxis haben, damit die dann auch nochmal schön fröhlich sind. So, Selipo war der Rechtsaußen. Sommer nochmal. Sommer lasse ich aber auch hier nicht durchspielen. Ist mir noch ein bisschen zu risky. Peretti. Ja, Falani, warum nicht? Da beschwert er sich nicht so. Floriano vorne, Palazzi dann hierhin. Und Saraniti, ja, müssten wir noch reinpacken. Müssen uns mal merken, dass Saraniti dann die zweite Halbzeit oder so spielt. Der Rest muss, glaube ich, nicht unbedingt. Acardi wäre auch noch zu früh. Könnte man vielleicht mal gleich auf die Bank packen. Großer Kader ist es nicht, ne? Also wir haben schon einige Probleme jetzt, wo es ein paar Verletzte gibt. Aber müssen wir mit klarkommen. Haben wir so oder so kein Geld. Also selbst wenn wir Transfers frei hätten, könnten wir uns nichts holen quasi. Capi wird auch eine Herausforderung werden. Gleich ein guter Gegner als erstes Pflichtspiel ist nicht so schön. U20 mache ich, glaube ich, erst, wenn wir wirklich echt Spieler dafür haben. Weil nächstes Jahr kommt hier erst die U18 mit dem Youth Intake. Ich meine, was sollen wir da großartig machen mit der U20 dann? Ich werde mir bestimmt keine Spieler extra für die U20 kaufen, solange es nicht wirklich Talente sind, die ich auf lange Sicht dann im Profikader haben möchte. Wir haben gesehen, Akadi könnte für 45 Minuten. Dann wird der auf jeden Fall mitkommen. So, linker Innenverteidiger, da haben wir auch nicht wirklich viel Spielraum. Nehmen wir mal Marong, damit Marconi, danke schön, so heißt er, ein kleines Päuschen nochmal hat. Und rechts kommt dann Doda mal rein, Massimiliano Doda. Den Rest packen wir einfach auf die Bank. Jo, passt. So, letztes Testspiel. Ich möchte immer ordentlich Tore sehen, Jungs, damit die Moral hochgeht. Und dann geht's ins erste Pflichtspiel. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir gerade schon um? Halbe Stunde, wenn das Spiel jetzt hier schnell geht, aber das bezweifle ich, dann könnten wir das doch hinkriegen. Möchte versuchen, die Folgen dieses Jahr nicht so extrem in die Länge zu ziehen. Gerade am Anfang kann sich das ja ein bisschen ziehen, aber durch die Transfers haben wir ja schon mal einen großen Part weg, der sich sonst ziehen würde. Mal gucken. Ich meine, ich kann ja viel sagen, ne, und dann in
In der nächsten Woche am Freitag habe ich dann schon wieder die erste Folge, die 1 Stunde 30 Minuten geht. So, Luca Martin Palazzi. Ja, Doda kommt nicht vorbei. Schöner Ball. Luca schießt mal und macht ihn rein. Sehr schön. Auch sehr gut für ihn, dass seine Moral ein bisschen hochgeht, wenn dann eh gleich in der Halbzeit Zaraniti reinkommt. Allerdings würde ich schon gerne ein bisschen mehr sehen, ne? Also alles so unter 4-5-0 würde mich schon eher enttäuschen, weil dann auch die Moral nicht so extrem hochgehen wird. Das wäre echt schade. Aber wir tun uns dann anscheinend so ein bisschen schwer noch. Also haben momentan 92% angekommene Pässe und 67% Ballbesitz, aber nach vorne richtig viel geht noch nicht. Jedenfalls haben wir nicht Chancen en masse. So, Einwurf tief in der Hälfte von unserem Gegner. Gut aufgepasst von Martin. Palazzi, schöner Ball. Luca! Sehr sch Oh, aberkannt. Schade. Wäre mal der andere Kollege hingegangen, ne? Wahrscheinlich wäre es Floriano gewesen, der dort in der Mitte steht. Der läuft eigentlich auch schon so gut. Ja, läuft er auch. Der hätte den Ball nehmen müssen. Ich dachte auch erst, der Ball geht auf Floriano. Nur ein 1-0. Enttäuschend. Enttäuschend bisher. Jungs, bin bisher unzufrieden. Das geht wirklich deutlich besser. Wir packen Serraniti rein. Für die zweite Halbzeit. Lorenzo Luca war nicht schlecht. Beim Gegner wurde zweimal gewechselt. Und bei uns halt Serraniti rein für Luca. Gut aufgepasst von Peretti. Langer Ball nach vorne, unsinnig, muss nicht sein. Floriano passt auf, Martin auch mit einem langen Ball nach vorne, aber Poli sollte bei dem Ball kein Problem haben. Lang nach vorne. Oh, Sommer weit weg von Huber. Und der schießt zum Glück daneben. Wir gehen mal auf Angreifen für diese zweite Halbzeit, auf Offensiv. Das war der erste Angriff von Codinese. Das sind auch nicht die Außenverteidiger, wie es in der Taktik drin ist, aber naja. Das ist eine rote. Das hat sich auch nach all den Jahren nicht im FM geändert. Die Animation ist die rote Karte. Dann werden wir wenigstens doch noch ein paar Tore schießen können, wahrscheinlich. Das war der rechte Mittelfeldspieler und Codinese muss jetzt im 4-3-2 spielen. Silipo, auf Doda, komm. 56 Minuten sind um, wir führen nur 1-0, da muss noch ein bisschen was kommen. Palazzi nochmal zurück auf Doda. Flanke in die Mitte, lang auf Floriano und der bleibt natürlich mit dem Ball am Pfosten bzw. an der Latte hängen. Typisch. Das kenne ich nur zu gut aus den letzten Jahren. Wieder, dass unser Linksverteidiger nicht gut spielt, ne? Egal ob Corrado oder Crivello spielt. Beide kriegen es nicht hin, eine gute Leistung auf links zu zeigen. Und wir kriegen es nicht hin, mehr Tore zu machen. Jungs, kommt schon. Wenigstens Saraniti noch. Gegner von Codinese stellt aber auch sehr, 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 sehr oft hier um. Ist sehr wild. So oder so, nach dem Spiel werde ich auf jeden Fall loben, damit die Moral hochgeht. Auch wenn das hier kein Lob verdient hat. Marathon nochmal mit einem guten Tor. 2-0, aber alles in allem keine gute Leistung. Schon wieder. Wie oft will man jetzt eigentlich hier noch umstellen? Unglaublich. Silipo mit dem Freistoß kommt gut, aber Sommer steigt leider nicht hoch. Ja, Martin aus der Drehung probiert das mal, bleibt aber hängen. Ein guter Ball auf Floriano. Serraniti ist in der Mitte, allerdings gegen zwei. Oh. Nicht nur, dass er halt aus anderthalb Metern Entfernung den Ball direkt in die Hände vom Keeper köpft, es ist halt auch noch abseits. Ach. Eieiei, Serraniti. Das ist nicht das, was ich mir wünsche von dir.
Wenigstens fangen wir diese ganzen langen Bälle jetzt hier gegen diesen Gegner zumindest mal ab. Flanke nochmal rein und immerhin nochmal ein Kopfballtor. Andreas Filippo. 3-0 in der 90. Immerhin. Und schon wieder umgestellt. Und noch eine allerletzte Szene. 20 Sekunden haben wir noch. Hau den Ball einfach rein, Doda. Ach, schon wieder ein Kopfball von, ich glaube, Saraneti direkt auf den Torhüter. Floriano ist gerade hingelaufen, deswegen sah es ein bisschen schwierig aus, das zu erkennen. Also, Problemzone. Innenverteidiger passt nicht ganz auf bei hohen Bällen. Schwierig, boah, zu beurteilen in diesem Spiel. Immerhin aber kein kassiert davon. Problemzone 2, Stürmer macht wenig Tore, ist leider immer noch da. Und Problemzone 3, der Linksverteidiger kommt irgendwie nicht ins Spiel, ist leider auch noch da. Wir haben viel zu tun, aber wir haben keine Testspiele mehr. Ich sage super Ergebnis und super Auftritt von euch. Wirkte beflügelt und motiviert, ja dann bitte auch mit der Moral hochgehen, aber so perfekt ist sie nicht. Meh. Geht besser. So. 37 Minuten um. Komm, wir machen noch das erste Pflichtspiel, oder? Ich habe richtig Bock drauf gerade. Weil Carpi ist nochmal so ein Ding, das wird richtig, richtig schwierig. Und dann haben wir das wenigstens hinter uns. Puh, Vorbereitung war jetzt halt ein 2-2, ein 1-1, ein 3-3, ein 0-1 und ein 3-0. Könnte ein bisschen Sorgen machen, ne? Bisschen sehr vielleicht sogar. Ich möchte spielen mit Pela Gotti, mit unserer besten Elf eigentlich. Im 4-2-3-1 habe ich das Gefühl, sind wir momentan ein bisschen besser. Ja, links Corrado, Marconi und Sommer als Innenverteidiger. Odia als Sechser, Pro als Achter vorne. Nehmen wir mal Martin, der gerade gut gespielt hat. Kanute auf der rechten Seite. Floriano auf links, der etwas besser war in der Vorbereitung. Und dann... ja, Lorenzo Lucca hat mehr Tore gemacht als Saraniti, also wird der am Anfang spielen. Das Schöne an Italien ist ja, wir haben halt mehr Plätze auf der Bank frei. Das liebe ich unfassbar an Italien. Deswegen hatte ich auch so Bock zu Palermo zu gehen, ehrlich gesagt. Und Juve Stabia wird dann auch schon wieder eine Herausforderung werden mit nur 2 Tagen Regenerationszeit. Naja. Ich muss die 2 Tage noch ändern. Das gefällt mir nicht ganz. Vor dem Carpi-Spiel. Die 3 hier sind okay, vom 18. bis zum 20., aber der Rest gefällt mir nicht. So. Dann möchte ich hier bitte offensive Laufwege trainieren. Hier probieren wir nochmal einen Ballbesitz und vor allem das Pressing bitte. So, hier dann nur Spielanalyse und Erholung. Und einen Tag vor Juve Stabia gibt es Feldspielertraining und offensive Laufwege sowie die Spielvorbereitung. Und danach haben wir schon wieder direkt ein Spiel am Mittwoch. Geht gleich ordentlich los. Und das mit einem kleinen Kader. Ich glaube, gerade am Anfang werden wir relativ inkonstant sein mit unseren Ergebnissen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt die ersten beiden Spiele verlieren, dann irgendwie 3 oder 4-1 gewinnen, dann wieder verlieren und dann irgendwie nochmal 2-0 gewinnen, dann 1-0 gewinnen, dann wieder verlieren. Ich glaube, am Anfang werden wir wirklich sehr inkonstant sein. Also den direkten Aufstieg, da ziele ich gar nicht erst drauf ab, hatte ich auch am Anfang vom Vereinssuche-Video auch gar nicht gesagt. Ich glaube, ich hatte Platz 3 gesagt. Mal schauen, ob das dann hinkommt. Die Positionierung jetzt hier in der Tabelle ist ja trotzdem dann wichtig, weil es Gesichtsverletzung, Alter. Ja, so siehst du auch deinen Spaß. Ja, komm, du kannst doch eine Maske tragen, ne? Machen wir doch alle gerade. Eine Gesichtsverletzung. Hat er wahrscheinlich irgendwie einen Ellbogen in die Fresse bekommen und dann hat er irgendwie einen Cut oder so? Nee, kann ja auch nicht sein, oder? Wegen einem Cut mache ich doch keine Gesichtsverletzung. Was könnte denn eine Gesichtsverletzung sein, wo du dann auch nur 14 Tage eine Maske tragen musst?
Wie lange dauert das, wenn man sich vorher irgendwas bricht im Gesicht? Länger, länger, definitiv. Oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass es nach 2 Wochen wieder verheilt sein soll. Wenn das hier mal weggehen würde, könnte man wenigstens den Text sehen. Der FM ist natürlich schneller geworden, ne? Aber einige Sachen dauern irgendwie dann doch noch ganz schön lange. Akkadi ist wieder im Teamtraining drin, sehr schön. Ah, hier steht nur robust geführter Zweikampf und Gesichtsverletzung. Naja. So, wir können mal ein bisschen kritisieren, und zwar das Training, weil das läuft halt überhaupt nicht gut. Saraniti schlecht trainiert, Crivello schlecht trainiert. Pfui, pfui, pfui. Und auch Martin schlecht trainiert. Man hat 5,9. Ei, 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 ei. Das ist die beste Trainingsnote hat halt Massimiliano Doda mit einer 7,5. Das ist sehr schlecht. Aber immer so am Anfang, ne? Ich glaube, das wissen wir alle, die mal bei schlechten Vereinen angefangen haben, ohne großartig viel Lizenzen oder Reputation. Ist immer so. Und dann auf einmal so in 7 Ingame-Wochen richtig gute Noten. Alles toll, alles schön. So schnell kann es dann gehen. Was ich jetzt übrigens nach dem Carpi-Spiel machen werde, sind auf jeden Fall die Standards. Ich werde dann die Trainings auf das 4-2-3-1 einstellen, was ich gerade drin habe. Und dann die Scoutings, denke ich, machen, weil so die ersten paar 17-Jährigen sind schön und gut, aber ich glaube, eh wir noch keine Regens im Safe drin haben, macht das jetzt eh nicht so viel aus. Ich wollte nur kurz schauen beim Training, ob ich was eingestellt habe. Habe ich nämlich nicht. Da muss nämlich doppelte Intensität rein. Der Kalender passt soweit. Und ich werde mal die 4-2-3-1-Taktik als standardmäßige Taktik reinhauen, damit die das aktuell nur trainieren. Erstmal wirklich kein funky Business machen, irgendwie von wegen hier Dreierkette, Fünferkette, irgendwas, was die Spieler vielleicht gar nicht können. Und dann passt das schon. Wir sollen Marconi als Kapitän ernennen, obwohl es momentan Santana ist mit 11-11. Ich würde ja gerne einem Konflikt aus dem Weg gehen und einfach Santana und Luperini beibehalten, bevor wir irgendwas an Mist machen. So, was machen wir als Spielfeldgröße? Ich meine Mannschaft ist nicht wirklich technisch stark genug, um ein sehr kleines Feld auszunutzen. Momentan haben wir 105 Meter, 68 Meter. Ich glaube, da lasse ich sogar den Durchschnitt erstmal. Generell habe ich es gerne, wenn wir ein kleines Feld haben, weil ich das Gefühl habe, dass sich meine Spieler darauf besser wohlfühlen, aufgrund der Enge. Aber hier würde ich das, glaube ich, noch lassen, weil ich traue meinen Spielern aktuell nicht zu, dass sie auf engem Raum wirklich sehr gut und sicher spielen können. So, ich debütiere als Trainer. Hey! Und das ging Carpi. Oh, das wird schwierig. Sind in der Gruppe B der dritten Liga. Wertvollster Spieler ist Samuele Maurizi. Die haben Dennis van Heiden. Ne, haben sie verliehen. Lamine Fofana? Ist nicht der Fofana, ne? Ne, der Fofana von oh, Lyon war es, glaube ich, irgendwie. Aber das ist er nicht. Ja, mal gucken. Bester Spieler laut Scout ist Tommaso Biaschi. Biaschi? Biaschi. 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 Und dann Fofana. Dann Guillaume, dann Bellini, dann Rossini. Oh, das wird schwierig. Erste Quali-Runde der Coppa Italia. Vorbereitung war mistig. Santana kann nicht, Lancini könnte. Sommer kann komplett spielen.
Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht großartig auf die Aufstellung achten, wenn wir eh 12 Plätze haben. Weil Santana und Rauti eben nicht können. Hui. Bin gespannt. Bin sehr, sehr gespannt, was so abgehen wird. Dann auf geht's in unser erstes Abenteuer mit Palermo. Wir haben natürlich viel umgestellt im Gegensatz zum letzten Spiel, aber ich glaube, das macht jetzt gerade nicht so viel aus, wenn man bedenkt, dass das letzte Spiel ein Testspiel war gegen irgendjemanden aus der 5. Liga oder so. So, Rossini spielt, Fofana spielt, Maurizio spielt, Biaschi spielt. Alles klar. Auf geht's, Jungs. Das wird richtig, richtig schwierig. Aber vielleicht haben wir das Glück und wir können gleich ein Ausrufezeichen setzen. Es ist ein 5-2-1-2 bei Carpi, Biaschi und Ferretti vorne, Maurizio dahinter. Müsste natürlich immer noch, auch wenn eben da stand, dass er durchspielen kann, auf Sommer achten, der immer noch angeschlagen ist. Carpi kommt momentan viel durch die Mitte. Sollte eigentlich gehen, dass das nicht so krass wird. Halbe Stunde ist um. 1-4 Schüsse für uns. XG-Wert ist komplett gleich. Wir haben 86% angekommene Pässe. Jetzt 87, 11% mehr als Carpi. Und das Spiel verläuft ähnlich wie das Spiel gegen Rijeka. Es passiert einfach überhaupt nichts in der ersten Halbzeit. Ah, schwierig. Carpi stellt sich schon ordentlich hinten rein. Das kann man, glaube ich, definitiv so sagen. Breiter spielen würde ich dennoch nicht, einfach nur weil es ein bisschen zu risky ist, dass wir vielleicht selbst in Konter laufen, wenn wir zu weit auseinanderstehen, wobei es Sinn machen könnte. Carpi hat nur den linken und rechten Verteidiger auf den Außenbahnen, würde aber wohl erstmal, und das mache ich jetzt auch, meine Außenverteidiger offensiver stellen, damit wir vielleicht diese Unterbesetztheit auf den Außen von Carpi ausnutzen könnten. Deshalb gehe ich auf Flügelverteidiger und unterstützen, das ist ja ein bisschen offensiver. Unterstützen habe ich gesagt, Dankeschön. Und mach erstmal nichts. Sommers Kondition ist lala, Martin Floriano ebenfalls und wir sehen die erste Szene mit Carpi. Bro macht das stark, Kanute. Ah, Kanute, schade. Probiert's mal aus einem ungünstigen Winkel, bei dem Rossini auch nicht großartig Probleme haben sollte, hat er ja dann auch nicht gehabt. Konterchance vielleicht, Maurizio ist da komplett alleine. Darf auch leider ganz schön weit nach vorne laufen. Flanke wird abgeblockt. Aber der Eckball ist gefährlich. Standards, wie gesagt, noch nicht gemacht und noch nicht trainiert. Wager kriegt ihn nicht und das war's mit der Szene. Ich werde dann Floriano gleich rausnehmen. Für Valente. Jungs, kommt schon. Irgendwie, irgendwas Gutes bitte. Carpi kam jetzt ein bisschen näher ran. Von den Statistiken jetzt ausgeglichen. 5-5 Schüsse, 2-2 aufs Tor. Ball auf Luca, aber leider vorbei. Oh, Standard für Carpi. Uiuiui, der sah fies aus. Der sah richtig fies aus. Ball noch heiß und Odia fault leider Gion und deswegen gibt es noch mal eine relativ schöne Position. Der Kollege hier mit der 28, der macht mir ein bisschen Angst. Biaschi ist das und der Kopfball kommt zum Glück genau auf Pelagotti. So, dann würde ich sagen, Saraniti zeigt, dass du was drauf hast. Nochmal die Mannschaft ein bisschen pushen. Körpersprache wurde leider mal wieder zurückgesetzt hier. Gelassen, ja, unter Druck gesetzt. Nicht perfekt. Ich weiß gerade nicht, was bei Unentschieden passiert. Aber vielleicht müssen wir da auch gar nicht drauf gucken. Marzia nochmal zurück.
Varga, der eben eine gute Chance hatte nach dem Eckball. Ah, das war jetzt ein bisschen hilflos von den beiden Innenverteidigern. Ball kommt fies in die Mitte und Corrado haut hin per Scheren, steht einfach komplett raus. 6 Minuten noch. Ah, weit weg, guter Ball in die Mitte und der Ball ist drinne von Andrea Ferretti. Und wir liegen hinten und das in der 85. Das meinte ich, hier haben wir nicht gut genug gepresst und vor allem auch sind wir überhaupt nicht hingegangen. Dann ist der Ball richtig fies, weil er immer länger und länger wird. Andrea Ferretti weiß das und unsere Verteidiger leider nicht. Und schon liegen wir hinten. Wichtiger Kopfball, aber leider kriegt Kanute den Ball nicht. Ah, komm, Corrado, der Ball muss einfach nach vorne jetzt gebolzt werden. Valente, ja, zieht ein bisschen an, aber warum schießt er denn von da? Absolut unsinnig. Komplett unsinnig, leider. So, Silipo kommt für Martin. Doppelsturm. Mit Kanute. Silipo geht auf die rechte Seite. Flanken früh schlagen und auf geht's. Mann, 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 ey. Ah, das wird wohl nichts werden. Nope. Leider die erste Pflichtspielniederlage im ersten Pflichtspiel. Das war nix, Jungs. Das war nix. Da waren wir in der ersten Halbzeit echt gut, aber danach kam gar nichts mehr. Das war dann komplett Flasche leer quasi. Ich meine, gut, ist nur die Coppa Italia. Aber glücklich machen tut mich das logischerweise nicht. Das war zu einfach, wie wir uns hier besiegen haben lassen. Wir haben auch viel zu viele Rückwärtspässe. Ich möchte, dass wir halt klüger spielen. Von mir aus machen wir wirklich einen Querpass als einen Rückpass. Und ein Viertel Rückpässe ist mir zu viel. Wir haben schon sehr viele Seitwärtspässe. Vorwärts müsste mehr gehen. Aber dafür brauchen wir mehr Mut. Es sind 31 Langpässe, die über 30 Meter sind. Das ist okay. Mittellange sind auch okay. Die erste Halbzeit, ne, da hätten wir was machen müssen. Und die zweite Halbzeit hat dann immer mehr Carpi gehört. Vielleicht war das doch ein bisschen zu naiv mit den offensiven Außenverteidigern. Viel haben sie nicht gebracht. Vorne haben wir unsere Spieler auch überhaupt nicht ins Spiel gebracht. Das war ein Riesenproblem. Ja, lief nicht. Aber gut, wir haben noch deutlich andere Gegner. Carpi ist ein guter Verein. Auch wenn es mich natürlich stört und ich gerne weitergekommen wäre. Da muss mehr kommen. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Standards einstellen, die Trainings machen und dann sieht das vielleicht in der nächsten Folge wieder komplett anders aus. Ich hoffe, Sommer wird schön fit sein. Vielleicht lasse ich ihn dann nochmal raus für Stabia und vielleicht sogar für Paganese, damit er komplett fit ist. Jetzt, wo Akardi ansatzweise wieder kann, sollte das ja vielleicht sogar gehen. Mal gucken. Nächste Folge wird's besser. Das weiß ich auf jeden Fall. Dann geht's auch in die ersten Spiele in der dritten Liga, die auch richtig was bedeuten. Und dann läuft's besser. Also, bis dahin, wir sehen uns am Montag wieder. Tschö.